herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, sitze ich nicht am Meer, sondern vor meinem Bücherregal. Ich glaube, die Woche ist für uns alle anders gelaufen, als wir das gedacht haben. Ich möchte jetzt in diesem Rahmen hier auch gar nicht viele Worte darüber verlieren. Ich für meinen Teil habe mir überlegt, okay, was kann ich dazu beitragen, euch die Zeit zu Hause ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und ja, ich denke, wir stehen alle vor der Frage, wie füllen wir unsere Zeit ohne viele soziale Kontakte, ohne Freizeitmöglichkeiten, Kulturmöglichkeiten außerhalb des Hauses. Und ich liebe Bücher. Bücher sind für mich die Möglichkeit, an jedem Ort in eine andere Welt einzutauchen, in andere Personen reinzuschlüpfen, andere Orte kennenzulernen und einfach meine Gedanken ja auf andere Dinge zu richten als die Realität. Und natürlich muss man sich auch informieren und ja sich mit den neuesten Nachrichten versorgen, um angemessen handeln zu können. Trotzdem finde ich es aber auch unglaublich wichtig, ab und zu einfach mal diese Nachrichtenflut auszuschalten und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, um den Kopf zu entspannen. Und wie schon gesagt, für mich sind Bücher dafür der perfekte Begleiter. Deshalb habe ich euch meine liebsten Bücher aus der vergangenen Zeit mitgebracht. Als erstes möchte ich euch Emma Denkt vorstellen. Das ist eine Gedichtsammlung, eine Sammlung von Textschnipseln, wie ich sagen würde. Darin sind Textschnipsel zu allen Lebensbereichen, zu allen Gefühlen des Lebens enthalten und die sind auch nach Bereichen sortiert. Es gibt Textschnipsel zur Liebe, zur Freundschaft, zum Leben an sich. Ich mache es ganz oft so, dass ich einfach in mich reinhöre und schaue, wonach ist mir gerade, und dann blätter ich eben dieses Themengebiet sozusagen auf und lese darin. Für mich ist es erstens eine ganz, ganz große Inspiration, natürlich für meine eigenen Texte, und ich liebe die Sprache. Ich habe euch in jedem Buch ein kleines Zitat mitgebracht, um euch vielleicht eine Anregung zu geben, ob das was für euch ist oder eher nicht. Und das Zitat heißt: Ja, das Leben. Man kann nicht offen sein, ohne sich verletzlich zu machen. Ähnlich wie man nicht sommertags im See schwimmen kann, ohne nass zu werden. Ja, das Leben fordert uns so manches ab. Entscheidungen, Wagnisse, Vertrauen, Geduld und am Ende immer wieder auch ganz schön viel Mut. Mit jedem Anfang, der auf ein Ende folgt, mit jedem Schritt hinaus und hinüber zu allem, was zählt, uns wehtut oder gut, zu jenen, die wir lieben. Was für ein Glück ist da oft mehr als nur ein Versuch, so viel mehr als eine einzige Chance, etliche Kapitel ein und desselben Buches. Ja, ich glaube, ich muss da gar nicht so viel zu sagen. Die Worte sprechen für sich und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Das zweite Buch, was ich euch mitgebracht habe, habe ich schon vor einiger Zeit ausgelesen. Das ist sozusagen ein Dauerbrenner bei mir, weil ich immer wieder darauf zurückgreife und immer wieder darin rumlese. Von Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter. Diejenigen, die mich schon ganz lange schauen, die kennen das wahrscheinlich schon. Es ist ein Briefwechsel zwischen Rainer Maria Rilke und einem jungen Mann, der Schriftsteller werden möchte und mit seinem Schriftsteller-Dasein und dem Leben an sich immer wieder an Punkte kommt, an denen er zweifelt und hadert und Angst hat. Und ich kann mich eben in ganz vielen Situationen mit diesem jungen Mann und seinen Ängsten und Zweifeln identifizieren und greife dann eben auf die Antworten zurück, die Rilke ihm gibt, und ja, finde darin immer sehr viel Schlaues und Wahres und Tröstendes. Ich habe euch ja schon mal ein Zitat vorgelesen, deswegen präsentiere ich euch jetzt ein anderes. Sie müssen denken, dass etwas an ihnen geschieht, dass das Leben sie nicht vergessen hat, dass es sie in der Hand hält. Es wird sie nicht fallen lassen. Das trifft, finde ich, auf viele Situationen zu. Also gerade wenn man in seinem Leben an einem Punkt steht, an dem man sich fragt, warum passiert es jetzt gerade oder warum passiert es jetzt gerade nicht, und man aktiv selber aber die Situation nicht beeinflussen kann oder das Geschehen es nicht eintreten lassen kann, darauf zu vertrauen, dass das Leben einen Plan mit einem hat und dass das Leben einem das zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt schon geben wird oder nicht geben wird, aber dann eben aus einem Grund. Das Buch ist mein absoluter Fragenbeantworter und Tröster in jeglichen Lebenslagen. Ich kann es euch sehr, sehr ans Herz legen.
Dann habe ich euch noch zwei Romane mitgebracht. Der erste Roman ist ein viel diskutierter, oft gesehener, den viele von euch vielleicht zu Hause stehen haben oder auch schon gelesen haben. Es geht um Julie C.'s Unterleuten. Der Inhalt ist knapp gesagt die Beschreibung eines Dorflebens in Brandenburg und einem Ereignis, was dort eben passiert. Was mich aber an dem Buch so überzeugt hat, mehr als der Inhalt noch, ist, wie sie es schafft, Figuren durch Sprache zu erschaffen, nahbar werden zu lassen. Also das Buch besteht aus unglaublich vielen unterschiedlichen Personen, die alle einen ganz eigenen Charakter haben. Ich habe das selten erlebt, dass mir so viele verschiedene Figuren so vertraut werden wie in diesem Buch. Und das finde ich eine großartige Leistung. Man ist eben dadurch, durch diese detaillierte, so gute Beschreibung, auch total into. Also ja, wenn ihr was sucht, um in eine andere Welt einzutauchen, ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung meinerseits. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht und da geht es auch nicht um den Inhalt, sondern ich wollte euch einfach zeigen, wie wunderbar diese Sprache in dem Buch ist und wie toll sie Personen und auch Situationen eben mit Sprache beschreibt und dadurch Bilder schafft. Die alten Dielen glänzten wie vollgesogen mit Licht. Unter der Dachtraufe nisteten Spatzen. Um aus ihren Nestern zu kommen, ließen sie sich wie Steine vor den Fenstern herabfallen, bevor sie die Flügel ausbreiteten und sich in die Luft schwangen. Auch das Zitat kann, glaube ich, für sich stehen, wenn ihr auf schöne Sprache steht und auch gut damit klarkommt, dass viele Personen in einem Buch eine Rolle spielen, dann ist es eine ganz, ganz große Empfehlung. Es ist auch schön dick, das heißt, ihr habt lange was davon. Den letzten Roman, den ich euch mitgebracht habe, das ist Herkunft von Sascha Stanisic. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es fällt mir sehr schwer, etwas über das Buch zu sagen, weil ich nichts Falsches sagen will. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil es mich unglaublich berührt hat, mitgenommen hat und bereichert hat und ich es deshalb weiterempfehlen möchte. Ich versuche in wenigen Worten zu sagen, warum es mich so berührt hat und worum es geht. Es geht um den Autor, der in Deutschland ja den Großteil seiner Kindheit, seine komplette Jugend und eben ja sein Erwachsenenleben verbracht hat bis zum aktuellen Zeitpunkt, aber eben nicht in Deutschland geboren ist und dessen Familie auch nicht in Deutschland ihre Wurzeln hat sozusagen. Und das Buch beschreibt die Suche nach dieser Herkunft und vor allen Dingen die Gefühle, die mit dieser Suche verbunden sind und die Gefühle, die das verursacht, wenn man weiß, dass ja ein Teil des eigenen Ichs in einem anderen Land liegt. Ich hoffe, ja, ich habe das einigermaßen treffend formuliert und ich finde, dass Bücher eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, einem ermöglichen, in die Gefühle und die Gedanken einer anderen Person zumindest ansatzweise hineinzuschlüpfen und das ansatzweise nachzufühlen. Und ich finde das gerade unter der aktuellen Problematik des Rassismus unglaublich wichtig. Und wünschte mir, mehr Menschen würden dieses gute Buch lesen. Ich habe euch zum Schluss, wie bei allen, ein Zitat mitgebracht. Das Zitat, was ich euch mitgebracht habe, ist eine Definition von Herkunft. Herkunft sind die süß-bitteren Zufälle, die uns hierhin, dorthin getragen haben. Sie ist Zugehörigkeit, zu der man nichts beigesteuert hat. Dieses Zitat kann und soll für sich stehen. Also Herkunft, eine große Empfehlung. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet, dass ihr eine Anregung bekommen habt, dass euch vielleicht das ein oder andere Buch begeistert hat oder zugesagt hat und jetzt ein paar eurer Stunden auf dem Sofa, auf dem Balkon, auf dem Bett ausfüllen kann.